Ja, Mu. Mu. Die Kuh ist käuflich. Passt auf, Leute. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Krasse Story. Hier in Medieval Dynasty. Hier kämpfen Bären und ein cooler Hase hockt da. Oh, pretty. Hallo Hirschbock. Neue Quester, wir werden gleich reingeschmissen. Okay, was sind wir hier? Hornika und Gustovia. Wir sollen anscheinend Richtung Gustovia laufen. Ne? Krass. Was gibt's hier so? Frostschlag? Mit F können wir Fackeln nehmen? Die Fackel ist nicht im Slot. Okay. Journal. Ja? Nee, Moment. Da mit Tabulator geht die. Ah, okay. Will uns auch alles erklären, das Spiel, oder? Das kriegen wir schon hin. Einfache Fackel. F ausrüsten. Ah, hier drüben. Okay. Typische Minecraft-Leiste. Quicklets. Jo. Wir haben Essen. Wir haben Klamotten am Leib. Und wir haben Geld. Krass. Fähigkeiten. Journal. Karte. Oh. 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 Bekommen wir da irgendwann noch ein Pferd oder so zum Laufen? Das sieht groß aus, würde ich mal sagen. Management, ja. Menschen, Gebäude, Felder und Tiere. Oh, cool, okay. Okay. Hier ist so Technology, ja. Mhm. Oh, da kann man was kaufen. Muss das kaufen? Ein Holzgerät zum Gewinnen von Ton. Das kann ein. Okay. Also man kann. Das nicht irgendwie durch Skill lernen oder so? Muss man die kaufen? Okay, was sagt die Ausdauer? Oh lol, sieht das gut aus. Das ist nicht mega gut, aber... Oh, wir können gut weit gucken. Das gefällt mir. Mega. Alles klar, laufen wir mal runter. Sprich mit dem Kastellan. Okay, Kastellan ist so ein Verwalter, ne? Also nicht König oder Herzog oder sowas, sondern... Der hat so das Sagen. Für so ein kleines Gebiet. Also hat zumindest die Macht... Oh, nicht verkehrt glauben. Felder und Hütten. Junge, richtig cool. Also hat zumindest schon mal von einem der Oberhäupter... Okay, ich habe keine Ahnung. Bevor ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle... Kastellan, der sagt hier, was im Tal anscheinend abgeht.
Hier läuft jemand mit dem Beutel rum. Shit. Ist der Evil Goose? Oh no. Jo, 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 ist gut. Ist okay. Ist verstanden. Okay. Hallo, ich bin neu hier. Wo stehst du denn hier so im Hang? Amerika. Amerika? Okay. 50. Zustimmung 50. Hallo. Ja, hast du mal mit Zeit? Sicher, worum geht's? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? I'm fine. What is to... Warum war das auf einmal auf Englisch? Da hat die Übersetzung gefehlt. Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Okay, okay. Okay, wir können es auch verkacken bei Leuten. Alles klar, Tab für Nachbarn. Nachbarn. Auf der gesamten Karte gibt es verschiedene Dörfer, Bauernhöfe. Der Like-Level ist sehr wichtig, da er die Preise der Waren, die sie verkaufen. What? Wir können mit Händlern gut sein und dann kriegen wir bessere Preise? Kriegen wir auch mehr Geld, wenn wir was verkaufen? Jo, Castellane, ja. Meine ganze Familie wurde abgeschlachtet. Was geht ab? Du siehst wieder wie ein. Weder wie ein Kaufmann noch wie ein Pilger aus. Nein, bin ich nicht. Mein Name ist Rassimir und ich kam aus dem Süden, um meinen Onkel Lodan zu finden. Ist ja schön das, ne? In seiner alten Heimat nannten sie ihn Lodan den Flößer. Lodan? Ah ja, er hat mir einmal von seinem Leben auf dem Fluss erzählt. Du bist an den richtigen Ort gekommen, aber leider ein paar Jahre zu spät, fürchte. What? Er war ein großer Mann, ein noch besserer Freund, Rassimir. Als guter Handwerker und ausgezeichneter Händler hat er hier ein kleines Vermögen verdient. Siehst du die Taverne dort drüben? Wo? Er baute und betrieb sie, wie auch viele andere Geschäfte, die du im Tal findest. Ja, und hat er... Dein Onkel hat sich umbringen lassen? Fünf Wagen gefüllt mit bestem Eisenerz, schön gefärbten Leinen und unserem ausgezeichneten Bier. Sein Trick wurde von Banditen überfallen. Na klar, Banditen. Er fährt ja auch allein auf einem Karren, oder was? Die Wölfe haben gefressen, Mann. Jetzt haben wir meinen Onkel gesucht, ne, der ist auch tot. Okay, also er ist gut gewillt mit uns. Ich kann einfache Werkzeuge herstellen, ich kann meine Bedürfnisse durch die Wildnis stillen und ich weiß, wie man rechnet und tauscht. Nice. Das ist gut genug. Ich habe vielleicht keine Ware oder Gold zu bieten, aber du kannst hier so viel Land haben, wie du willst. Lol. Der Typ ist gut. Ist das dein Ernst? Mein eigenes Land? So viel, wie ich will? Wir bauen hier alles zu, ne? Wir bauen einmal eine riesen Mauer aus um die Karte, kommt hier keiner mehr rein. Solange ich meine Steuern bezahlen kann. Ah, okay. Du kannst Bäume fällen, um dein Haus zu bauen. Am Fluss wächst Schilf, das sich gut für ein Dach eignet. Am Fluss wächst Schilf, merken? Hast du etwas zu essen dabei? Nicht viel. Wenn nötig, findest du einige Verkäufer in unserem Dorf. Wenn du kein Geld für Nahrung hast, kannst du immer Pilz im Wald suchen und hier, ja. Sicher, du kannst mit den Menschen hier oder in anderen Dörfern sprechen. Vielleicht wird jemand für deine Hilfe zahlen. Achso, also Leute haben auch Aufgaben dann für mich. Cool. Das ist der Hammer, mit dem dein Onkel das Haus gebaut hat. Lol. Okay, danke. Tab kennen wir schon. Da sind die ganzen Sachen und so. Q für Access. Ah, Alt für Access. Ah, lol. Es gibt so eine... Super-Duper-Sicht, oder was? Also Q? Crafting. Nicht genügend Ressourcen. Okay. Gebäude. Häuser? Ah. Okay. Beutel heißt nicht genügend Ressourcen. Schloss heißt, wir können es noch nicht, weil wir...
noch nicht so erfahren sind. Landwirtschaft. Nice. Für die ganzen Tiere. Gibt's auch Kühe? Oh, lol, okay, nice. Fischerhütte, Jägerhütte. Klar. Crafting. Werkstatt, Schmiede. Näherei. Taverne. Alles klar. Was ist das hier? Ah. Kleinkram, ja. Zäune. Jo, Feuer. 16 Stöcke. Fallen? Wir können ein Netz ins... Okay. Ich bin gespannt. Nice. Kapitel 1. Ein Neuanfang. Also wir sollen uns jetzt einen Platz suchen, wo wir hausen können, oder was? Wir haben hier schon gleich Aufgaben, oder wie? Hier oben ist einer. Da waren die Felder, glaube ich. Und hier hinten sind jemand. Das kann ich ja mal gucken, hä? Wo waren das nochmal? Ich glaube hier hoch. Hallo. Ja, ja, Mu. Mu. Die Kuh ist käuflich. Passt auf, Leute. Ist das der nette Mann hier? Hallo? Hallo? Ich will ungern über dein Feld laufen. Ich will nichts kaputt machen. Der ist taub, okay. Elvin, Junge! Hallo! Hallo, mein Name ist Rassimir. Hallo, ich bin Elvin. Ich erkenne dich nicht. Bist du neu hier? Ich kam aus dem Süden hierher. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Ort für mich selbst, wo ich ein neues Leben beginnen kann. Nun, viel Glück. Danke. Jeden Tag baue ich Felder. Tatsächlich tue ich jeden Tag dasselbe Jahr für Jahr. Langweilt es dich nicht? Natürlich langweilt es mich. Wie lange kann man im Leben immer wieder dasselbe tun? Aber die Familie braucht meine Hilfe und ich gebe mein Bestes. Ja, beleidigen wollte ich nicht mehr. Ist in Ordnung. Obendrein ist der Griff meiner verdammten Sense gebrochen. Jetzt dauert die Ernte noch länger. Ich glaube, ich weiß, wie ich dir damit helfen kann. Ich bin bald zurück. Alter. Ja, können wir schon eine Sense bauen? Ich weiß nicht. Mal gucken. Okay, das Trinken geht rasch runter. Ansgar, hallo? Bist du der? So, ne? Adelina? Volker? Hallo? Kann ich dir bei etwas helfen? Hey, hast du einen Moment Zeit? Achso, kann ich dir bei etwas helfen? Ah! Ah, hier ist auch so ein kleines Aufgabenzeichen. Cool. Mister, darf ich dich etwas fragen? Was ist los, Kind? Wie Kind? Lol, der ist 15. Hab ich gar nicht gesehen. Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen, aber dazu fehlen mir die Gegenstände und meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Also dachte ich, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nicht geben, aber ich werde meine Freunde bitten, ein gutes Wort über dich zu verbreiten. Lol, nice. Schluck auf. Ich bringe dir, was du willst, aber du musst mir versprechen, dass du nichts Dummes tust. Alles klar. Genau wie Papa. Okay, gucken wir uns mal an. Tonal. Nee. Doch hier. Das ist Hauptquest? Nee, Kapitel. Kapitel 1, ein Neuanfang. Bau dein erstes Haus, jo. Dafür müssen wir erstmal einen Ort finden, den wir bauen wollen, ne? Liefere bis Elven. Nee, liefere zu Elven, wahrscheinlich. Einmal Stock. Und hier. Zweimal hölzerne Speer. Gibt 5 Dynastie Reputation, also Ansehen meiner Dynastie. Ja, ist krass, ne, dass wir jetzt von unserem Onkel nicht irgendwie Dynastiepunkte mitnehmen oder so. Ja, eigentlich seine Dynastie sind. Aber okay. Hallo. Jetzt haben wir noch hier Händler. Die Beutel wahrscheinlich, ne? Viele Händler hier. Das ist die Taverne, wo mein Onkel gebaut hat. Jo, was geht? Jaro Kniva sprechen. 40, Zustimmung 50. Hallo. Ja, ist ein Moment Zeit. Sicherung, geht's. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Das Erschaffen ist mein Leben, ist meine Leidenschaft. Ich liebe meine Arbeit, andere sollten sich ein Beispiel von mir. Oh, 62, Junge. Okay, jetzt bin ich mal gut gestimmt bei ihr. Zeig mir deine Ware.
Äpfel, Birnen, Brei, Eintopf, Fladenbrot, Fleisch mit Soße, Junge, Haferfleisch. Kirsche, Pflaume, Suppe, Suppe. Krass. Okay, es kostet einiges, Eintopf. Aber hat einen Nährwert von 35. Das Haferbrot hat 45, was wir haben. Fladenbrot hat 40. Haferbrot. Wie komplex ist das mit dem ganzen Bauen und so? Wissenstab, Diplomatie. Sorry, das war's schon. Wasser. Wir sind bei der Hälfte von Wasser, ja. Irgendwann in den Fluss gehen, trinken. Okay, also. Bauen unser eigenes Dorf. Bauen von unserem eigenen Dorf. Wo macht man das? Was für Rohstoffe müssen in der Nähe sein? Erstens Wald. Zweitens. Obwohl, erstens vielleicht Wasser, ne? Erstens Wasser. Zweitens Wald, damit wir auch bauen können und nicht so weit laufen müssen, weil das Laufen ist mir jetzt schon ziemlich anstrengend. Glaube ich, das dauert schon ein bisschen lang, wenn wir hier rüber laufen müssen. Drittens, was war? Schilf, hat er gesagt, ne? Schilf für die Dächer. Und am besten an einem Weg, an der Kreuzung oder so. Ich denke, es werden keine Leute hier rumlaufen. Das sieht mir eigentlich nur so auf die Dörfer beschränkt aus. Oder laufen die auch außen Leute? Irgendwie so Handelskarren oder sowas? Nö? Okay. Ja, so Brücken, ne? Also, früher sind die ganzen Städte und so, die sind auch immer am Wasser gebaut worden. Also die Städte, die groß geworden sind, sind am Wasser gebaut worden, weil da wirklich Handel betrieben wurde mit Schiffen und Flößen und was weiß ich. Und was ich mir gut vorstellen kann, wenn so ein Land zweigeteilt ist, hier sind viele Brücken. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn so ein Land zweigeteilt ist, dann wird an so einer Brücke halt der meiste Betrieb sein, ne? Die meisten Leute laufen da vorbei, die meisten Händler und sowas. Wenn man da dann ein Dorf baut, ist man halt King, ne? Jetzt weiß ich nicht, wo bauen wir hier? Hier sieht cool aus hier hinten. Aber das ist schon ziemlich weit weg von unserem Quest jetzt hier. Kriegen wir überall Quests so? So ein Fluss wäre auch cool. Ich weiß nicht, ob wir da fischen können oder so. Oder wie groß wir sind. Dann gehen wir in eine andere Richtung. Achso, sammeln. Ja, wir können mal was sammeln. Ja. Stock. Stein. War klar. Wir sind ja kein Minecraft-Spieler, wir können nicht mit der Faust hier rumboxen. Okay. 12 Stück. Wir kriegen für jeden einen, ne? Ja, okay. Aber es gibt ja Suppen und sowas. Also ich denke mal, Oh. Ich denke mal so, ja. Der Pilz ist eher so eine Zutat, ne? Nicht Hauptmahlzeit. Klar, wir können essen. Gibt eins. Oh, wir können die ganzen Büsche hier wegrufen. Steine würde ich gerne finden. Wo gibt es denn Steine? Crafting, wie war das nochmal? So. Schon die zweite Unterbrechung heute. Tut mir leid. So, also, was können wir machen mit Stöckern? Wir haben 32. Für eine Axt bräuchten wir 2 Steine. Ja. Stock und Rundholz. Stein. Also ein Speer, Stock und Stroh. Stroh. Ist Stroh Schilf? Oder ist Stroh das, was ich denke, was Stroh ist? Ein Holz und eine hölzerne Hacke.
Und Leder, jo. Okay, also wir müssen Steine finden. Steine, Steine, Steine. Finden wir so Steine. Da ist einer. Nice. Und wer? Die im Dorf denken sich auch so, hey, was ist das für einer? Der läuft da hier mit dem Gras rum. Was macht der da? Also ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und ich hab Durst. Okay, wir müssen runtergehen, wir müssen was trinken. Was essen, Mann? Trockenes Fleisch. 45, okay, ist zu viel. Stein? Ja, nice. Also für eine Axt langs schon mal. Wir haben glaube ich 4 oder so. Da ist noch einer. Wir flühen am Fluss auch mehr. Ah, hier ist auch das Schilf, ne? Einfach so Wasser trinken, das ist nicht so geil. Ich würde sagen. Oh lol. Okay, das ist gar nicht das, was wir sammeln. Das ist das hier. Das Gräselche. Hallo. Was war das? Haben wir Skill erlangt? War irgendwas Cooles? Alter, das ist viel. Oh, da muss ich aber ewig sammeln. Okay. So ein Stein, der ist vielleicht besser. Okay, gucken wir, was wir craften können. Eine Axt! Nice. Jawohl, ausrüsten. Swing! Richtig nice. Okay. Verstauen. Was gibt's noch? Messer? Fackel? Rundholz. Also, wir müssen Baum hacken, ja? Alles klar. Für den Hammer brauche ich auch Rundholz. Halt für den Stiel und so. Warum müssen wir da einen Baum fällen für? Für einen Speer. Oh, was ist das hier für ein gerades Eck hier? Cool. Okay, wir haben nicht viel Ausdauer. Den hier ranmachen hier. Hallo. Bären. Unreife Bären. Oh lol. Ist das die falsche Jahreszeit dafür? Baumfee. Okay, cool. Müssen wir jetzt irgendwie taktisch davor gehen irgendwie? Hier so die Äste abhauen? Okay, nee. Schalt. 4 Rundholz. Nice. Und was haben wir jetzt eigentlich? Oh, Fähigkeiten. Was ist das? Sammeln? Überleben. Ah, eine Fähigkeit, die bestimmt, wie gut du in Bezug auf Überleben, Sammeln und Fischen bist. Okay, krass. Was ist das hier? Athlet. Ausdauerverbrauch, nice. Müssen wir lange arbeiten, ha? Fertigkeitspunkte von Survival-Aktivitäten. Also da leveln wir schneller. 2 Grad bessere Temperaturtoleranz. Okay, sehe ich jetzt irgendwie noch keinen Sinn von. 15% größere Widerstandsfähigkeit gegen Vergiftung. Okay, nee. Wir wollen ja mehr Punkte für das, was wir machen. Nehmen wir das mal mit. So, Inventar wollte ich, genau. So, hölzerner Hammer haben wir. Also eine Fackel. Rundholz. Stock, Stroh. Okay, da haben wir es zum Bauen wahrscheinlich, ne? Ein Werkzeug zum Bauen, jo. Nice, okay. So.
Können wir es bauen? Speer. Messer bauen wir mal. Messer. Ein Steinwerkzeug zum Häuten von Tieren, kein Buch in der Werkstatt und in der Schmiedehexe. Okay. Auch als Waffe verwendet wird. Okay. Legen wir mal auf die 8. Was können wir noch bauen? Speer. Artikel craften. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann machen wir den Pfeiltasten. Mit E wird es ganz voll, mit Q ganz klar. Ah, okay. F akzeptieren. 4 Stück. Easy. Speer. Auf 2. Rechtsklick halten zum Zielen. Junge, wie ein Bogen. Wir können aufsammeln. Nice. Okay, er verliert, ja. Aus, hier. Den Zustand gibt halt kaputt, ne? Stein. Spitzhacke benötigt. Wir können hier drauf rumhämmern? Krass. Okay. Wir können Kräuter sammeln, wir können Steine sammeln. Gehen wir mal hier hin, da. Die Richtung sieht schon mal cool aus. So am See oder so. Vielleicht hier? Oder hier? Ich guck mal. Haben wir eigentlich ein Gewicht? Oh ja. Okay. Also wir können schon unendlich viel tragen. Nichts machen. Jahreszeiten und Schlaf. Es gibt 4 Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 3 Tage. Ah, da oben, ganz oben über dem Kompass. Sind 3 Abteile. Jetzt ist gerade, was ist jetzt? Blumenkohl? Oder was ist das da oben? Borovo, Hornika, Kostovia. Ist klar. Hier ist nicht so, ne? Hier ist, also. Kann man hier bauen? Ist schon krass, möglich, ne? Weiß nicht. Gucken wir uns mal den See an, wie der aussieht. Oh, hier. Das hier ist Schilf, oder? Wächst das noch? Da hinten ist auf jeden Fall. Das ist schon krass weit weg von den ganzen anderen Sachen, ne? Ich will mir lieber in der Mitte bauen hier so. Okay, komm. Ich lauf mal dahinter. Ist schon ziemlich weiter Weg. Ich guck mal, ob wir da Schilf finden und ob da Bäume sind. Und dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht bauen. Also schwuppdiwupp. Vorspulen. Okay, denk dran, ne? Kein Feuer machen im Wald. Das kann schnell zu einem Brand führen. Aber wir haben ziemlich. Also, hat geregnet, ne? Kann man ruhig mal Feuer machen. Ja, ich bin hier ein bisschen rübergelaufen. Die Brücke ist schon ganz cool hier. Schon ein cooler Ort. Hier sind verschiedene Kreuzungen und so. Vielleicht können wir hier so ein Dorf bauen, ich weiß nicht. Hier ist Schilf. Hier. Sieht sogar auf der Karte, glaube ich. Krass.
sogar genau vor uns hier. Krass Schilf und so. Und ja, hier vielleicht ein Dorf bauen. Ich bin halt, ich frage mich halt, kann man Straßen machen? Oder Schaufel irgendwie so eine Straße machen? Geht das? Das wäre schon krass cool. Okay, wir schlafen mal. Bis morgen. Krass. Okay, ja. Wir haben Bäume hier, wir können was fällen, wir können hier mal Bäume wegmachen. Können wir unser erstes Haus hier hinbauen, hier so. Muss man alles frei machen erstmal. Weil gerade beim Feuer habe ich schon gesehen, dass die ganzen Sachen einfach despawnen. Nicht so cool. Das sind ja Ressourcen, die aber weggehen, ne? Ist ja cool. Fühl ich nicht. So. Weg mal, zack, zack, zack. Da ist noch was, da ist noch was. Okay. Ja. Dann. Gebäude. Ein Haus. 6 Rundholz. Alles klar. Dann müssen wir erstmal hier. Schon ein cooler Baum, den würde ich gerne stehen lassen. Das war schon ein cooler Baum, ne? Und unser Haus passt hier rein. Ein Riesenbaum. 1, 2, 3, 4. Okay. Hier so eine Birke. Oh Leute, wir sind übergewichtig. Also, wir wiegen zu viel, meine ich. Ah! Lass mich ein Haus bauen. Ah. Okay. Oh, und mit Punkt und Komma drehen. Okay, okay, okay. Das Dach ist so ganz cool, aber würde ich gern drunter haben. Punkt und Komma. So. So, hier so. Bauen. Können auch näher an die Straße. Stein so dahin, ne? So. Oh nein! Och, der Stein ist weg. Oh man. Ja, nice. Okay. Haben wir den Hammer schon ausgerüstet? Nö. Wie wär's mit 7? 7. Oh. Wir können editieren. Wände. Wände mit Fenstern. Wände mit Türen. Moment, wie wollen wir das haben? Wollen wir die Tür hier hinten haben? Hier vorne vielleicht Fenster. Oh, da kann jeder reingucken, ne? Ist jemand Fenster im Raum? Rundholz, Stock, Rund. Ne, Steine kann man nicht. Steine, 10 Stück. Sollen wir das Rundholz machen? Das ist echt, das ist teuer, oder? Ne, komm, wir starten mal locker easy. Fenster. So, und hier zumachen. Das ist ja der Weg, da guckt ja jeder rein. Oh. Cool, oder? Die Tür hier vorne. Ist schon cool. Da haben wir den Weg, so, ja. Ich glaube schon. Ne? So. Wir brauchen jede Menge Stöcke. 58 haben wir. Rundholz. 1, 2, 3. Also 8 für die Wände. 1 hier oben. Eins hier. Sind das 2 Teile? Ja, Tatsache. 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Rundholz. Okay. Ich klöppel mal die Stöcke ran, dann gehe ich mal Rundholz holen und wir gucken mal, ob wir das bauen können. Oh Mann. Man kriegt ganz schön viele Stöcke ins Inventar, wenn man sowas macht hier. Und die Baumstämme werden auch nicht leichter. Ich musste ja jede Menge ablegen hier. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug. Hier oben sind noch Stöcke zu machen. Achso, nee, sind keine Stöcke zu machen, das ist ja Stroh. Oh, lol. Okay, hier sind noch Stöcke, genau. Hier fehlt noch Stroh. Langt das? Nee, eins zu knapp. Mist. Hier noch eins holen. Hallo? Hier liegt nichts drin. Was ist denn hier? Hallo? Ist hier gar nichts gewachsen? Oh oh. Ich dachte, wir wären hier richtig. Ist hier gar kein Schilf gewachsen? Oh je, meine. Ich glaube, ich muss irgendwo anders das Stroh holen gehen. Mist. Okay, komm, wir bauen erstmal fertig. Also, Baumstämme haben wir jede Menge. Oh oh. Fehlt uns noch einer? Die Tür hat 2 gekostet. Nö. Also noch ein Rundholz und ein Stroh. Ein Stroh. Nice, okay. Das kriegen wir noch hin, oder? Fällen wir hier hinten noch so eine Birke. Müssen wir mal gucken, gehen wir noch Stroh finden. Nein, 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 richtig, so. Ja. Okay. Hier ist nichts gewachsen. Auf der anderen Seite vielleicht. Oh, wir sind überladen. Warte, wir gehen zuerst bauen. Ja, hoffentlich können wir auch Kisten bauen oder sowas, weil, wenn wir jetzt schon überladen sind, müssen wir eigentlich alles verkaufen dann. Das ist doof. Schnauf, schnauf. Das ist lauter Puste. Sieht das gut? Das sieht gut aus. Ist nicht mal also nicht das, was ich als Schilf sagen würde, ist hier nicht mehr. Oder können wir das da drüben abbauen mit was anderem, mit einer Sense oder so? Kann ich schwimmen? Nee, nicht mal tief genug zum Schwimmen, okay. Bau dein erstes Haus. Tada! Wie? Edit? Lol. Strohdach? Hölzernes Dach? 7 Rundholz. Alter Verwalter. Okay, wir hätten auch anders bauen können. Kapitel 2. Oh. Oh.
Doppelbett. Einzelbett. Mit Ruhe. Nice, jawohl. Stroh. Alles. Stöcker. Einiges. Stein. Alles. Rundholz rüber. Federn rüber. Unreife Beere. Rüber. Johanniskraut rüber. Nice. Okay. Ja. Stock 20. Nächstes Kapitel. Stelle eine Falle, Hasen verjagt auf ein wildes Tier, überlebe eine Jahreszeit. Ja, cool. Pilze gibt's noch. Auch wegpacken. Das wollen wir nicht essen. Also nicht, zumindest nicht ungekocht. Gut, ja. Hey, wir haben ein sehr altes Haus gebaut, ne? Wir haben ein Feuerchen und so. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung, würde ich mal sagen, das ist die erste Folge. Wir sind schon in Kapitel 2. Fähigkeiten haben wir auch neue. Achso, ja, genau. Abbauen, ja. Habe ich gerade eben beim Holzfällen bekommen. Wollen wir auch dann? Schnelleres Loggen. Schnelleres Abbauen. Nehmen wir dann auch das hier. Damit wir mehr Punkte bekommen. Jo, nice. Technologie sind wir auch unterwegs. Jagdhütte, Lebensmittellager, Werkstatt. Cool. Ah ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. War die erste Folge. Nächste Folge gucken wir weiter. Wir gehen, glaube ich, Richtung Jagd. Habe ich noch gar nicht gemacht mit dem Speer und so. Sehen wir uns dann an. Bis dann. Haut rein.